Moin moin Freunde und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play Politiksummer 4 Power Evolution, dem vierten Teil des Politiksummers mit mir, eurem Kaiser, dem Malte, zusammen mit dem Twitch-Chat auch schon wieder hier am Start. Da sind die Leute fleißig schon mit dabei. Ja, und sie kommen gerade so ein bisschen noch rein. Ich grüße auch noch den Nebelakai, ich grüße Ju auf jeden Fall. Ja, wir haben dementsprechend, ihr seht es gleich auch schon in meiner Kluft, einen neuen Stream, an den es jetzt herangeht. Und in der letzten Episode hatten wir auf jeden Fall echt einiges an Stress gehabt. Ja, da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Was ich jetzt noch wieder vergessen habe natürlich, ihr müsst entschuldigen, ich habe jetzt heute wieder Verspätung en masse, aber das war auch schon angekündigt gewesen. Ich habe nämlich das Problem gehabt, ich hatte nämlich einen Zahnarzttermin jetzt noch und der hat mich wieder länger aufgehalten, als ich erwartet hatte. Also ich saß bestimmt fast 2 Stunden beim Zahnarzt. Nicht so wild, hat sich einfach nur gezogen mit Wartezeiten etc. Also sonst, wenn ich jetzt Zahnschmerzen hatte, da könnte ich mich mal kreuzweise, so gern ich euch auch habe, aber dann würde ich jetzt hier nicht sitzen mit euch und noch einen Stream hier durchziehen. So, wir machen hier nochmal die Musik dementsprechend passend. Ja, genau, das hatte ich mir noch vergessen gehabt und dann können wir loslegen. Ja, nee, wir sind stehen geblieben in der letzten Ausgabe dabei, dass wir hier Frankreich in einem riesengroßen Kraftakt auf Wunsch der Leute hin geteilt haben. Wir haben Frankreich aufgeteilt in die jeweiligen Bereiche, wo, also Frankreich hatte ja tatsächlich Krieg erklärt, ich glaube an Spanien war es gewesen, nee, an Italien war es gewesen, aber Spanien hat und Großbritannien haben den Großteil des Krieges einfach durchgezogen zusammen und alles wird der einzige kleine Mikrofeder, der uns unterlaufen ist, beziehungsweise nicht mehr ausbügeln kann, ist tatsächlich Korsika, dass das an Spanien gefallen ist. Das wäre tatsächlich fachlich nicht richtig gewesen. Das hätte theoretisch bei Frankreich bleiben müssen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, das hätte territorial nicht gepasst, weil es gibt ja gar keinen Küstenzugang mehr für Frankreich, außer hier im Westen. Aber ja, das haben wir dementsprechend jetzt so gelöst. Paris war zwischendurch auch mal an Spanien gefallen. Das war noch, auch noch ein Riesentheater, das da wieder zurückzubasteln. Falls ihr es nicht gesehen habt, könnt ihr euch gerne noch mal in der letzten Folge ansehen gehen. Ey, richtig, richtiger Kraftakt. Aber jetzt sind wir wieder zurück und können uns dementsprechend jetzt hier wieder an unserem eigenen Glück erfreuen. Ja, sind dementsprechend also momentan unterwegs mit einem leichten Überschuss von so 36 Milliarden. Wir schauen natürlich vor allem erstmal auf die Wirtschaftszahlen, haben da ja auf jeden Fall schon auch genügend Ärger mit. Wachstumsprognose 0,8%, nicht besonders überragend, müssen wir leider erstmal die Finger von lassen. Ja, und unser großes Thema momentan ist ja, dieser Ausbau, Umbau der Energiewirtschaft. Momentan haben wir eine Stromzusammensetzung, die hat sich tatsächlich schon massiv verbessert dahingehend, dass wir mittlerweile nur noch 16% aus Brennstoffmaterialien kriegen. Dazu noch ein bisschen was aus AKWs ältester und neuerer Generation. Wo wir aber hinwollen, ist vor allem hier, das soll unsere Verstromung demnächst werden. Wir wollen unseren Strom beziehen, größtenteils aus Atomenergie, aus Fusionsreaktoren, meine Lieben. Da haben wir auch schon ein paar von gebaut. Wir können es nur mal ganz kurz mal eben zu Gemüte führen. Hier müsste Reaktor 1 sein. Genau, hier ist der Kaiser-Wilhelm-Reaktor. Reaktor 2 müsste irgendwo bei Kassel sein. Genau, das ist der Bismarck-Reaktor. Und ich bin gerade überlegen, hatten wir sogar nicht schon Friedrich-Wilhelm-Reaktor gebaut? Ich weiß es nicht. Weiß das noch wer von euch? Tut mir leid, ich bin da jetzt gerade nicht so up-to-date. Habe ich da noch einen Friedrich-Wilhelm-Reaktor hingesetzt gehabt? Energie, das sehe ich ja, glaube ich, hier bei Neubauten, ne? Ja, genau, ein drittes war geplant. Irgendwo muss ich also noch ein Friedrich-Wilhelm-Ding hingesetzt haben, aber ich weiß leider Gottes nicht mehr wo. Kann mir mal das Bundesland sagen, wäre super, oder eine grobe Lokalität. Das wäre schön. So, was haben wir denn jetzt noch? Hallo YouTube, ja, so sieht's aus. Moin Moritz, moin Justin. Frankreich wurde einfach komplett zerstört. Ja, ist Ton bei euch auch früher? Ne, passt schon, denke ich mal. Also, sonst hätten sich noch andere beschwert gehabt. Ich würde sagen, unser Ziel ist die Schuldentilgung. Nur 2 Reaktoren. Oh, doch schon 3. Ja, doch, genau. 3 Stück. Das war auch mir schon bewusst. NRW, oder? Ah, ja, hier. Stimmt, stimmt. Das müsste er sein, ne? Ja, das ist der 3. Fusionsreaktor. Den müssen wir umbenennen. Das war jetzt der. War das jetzt der Friedrich oder Friedrich-Wilhelm-Reaktor? Jetzt muss ich schon wieder mich bemühen. Und ich muss mein Handy unbedingt gleich noch in Ladung bringen. Das heißt, ich kann auch dementsprechend die Zeit hier nicht passend verfolgen. Wobei, das habe ich jetzt auf Discord wenigstens vermerkt. Machen wir schon. So. Deutsche Kaiser. So, zack. Friedrich der Dritte. Okay, also tatsächlich ist das wirklich nur Friedrich. Wobei, er hieß auch irgendwie Friedrich Wilhelm Nikolaus Karl von Preußen. Aber er nennt Friedrich der Dritte. Ja, gut. Dann nehmen wir den Friedrich. Ne, wir haben jetzt Bismarck. Jetzt muss ich kurz überlegen. Kaiser-Wilhelm-Reaktor. Kaiser-Friedrich-Reaktor müsste es dann sein, ne? Ja. Kaiser-Friedrich-Reaktor. Reaktor? Ja, Reaktor.
Da wollen wir auch fachlich korrekt bleiben. Genau. Haben wir jetzt einen Auftrag gegeben, das wird jetzt also auch noch mit nachgeschmissen. Ja, und dann schauen wir mal. Ja, also zielmäßig, ihr habt Mario schon gesagt, Schuldentilgung steht auch noch so ein bisschen auf der Liste. Müssen wir ehrlich sein, Gesamtschuldendefizit, 85% weiterhin, das sieht noch nicht so prickelnd aus. Also das wäre natürlich super, wenn wir noch ein bisschen hier Verschuldung abbauen könnten, ehrlich gesagt. Ja, weil wir müssen ja auch irgendwann mal anfangen hier, auch militärisch und alles. Aber boah, wir haben genügend zu tun auf jeden Fall, Freunde. Also bis dieses Projekt fertig ist, ne? Soll ich mal einen Tipp abgeben? Ich sage Sommer 2023. Wobei, ja, das ist vielleicht ein bisschen arg lange. Sagen wir April 2023. Also ich glaube, so lange wird das Projekt gehen. Diejenigen, die das Ganze im Nachhinein der Playlist anschauen gehen, ne, die sich das Ganze ein bisschen später reinziehen, können mal gucken, ob ich recht gehabt habe dann. Also ich glaube, so April 2023. Das ist so ungefähre Zielebene. Das haben wir denn hier? Irgendwas Italienisches? Was bist denn du? Ein Containerschiff aus Genua, okay. Und was machst du hier? Weißt du wahrscheinlich selber nicht. Na gut, dann lassen wir das kleine Containerschiff mal stehen, passt schon so. Nein, die Wachstumsprognosen sind unten gegangen. Ah. Das heißt, wir befinden uns schon wieder in der Rezession. Ja, wir befinden uns schon wieder in der Rezession. Gar nicht geil. Wie haben wir das denn schon wieder geschafft? Was sagt unsere Währung eigentlich? Inflationell? Die Inflation schießt so ein bisschen langsam an, ne? Okay, 0,3%. Ja, gut, vergiss es. Ist super nachlässig. Ah ja. Kurs der Währung in Dollar. Oh, der Dollar ist aber auch eisenhart. Ey, kann das sein? Wenn ich das gerade so sehe, lass mal kurz rüberrudern. Der müsste ja fast deflationäre Tendenzen haben. Nee, der hat... Oh, 6% Inflation? Hä? Wie kann das denn sein? 1 Dollar sind 1,10 Euro. Der Dollar ist sehr, sehr stark. Ich glaube umgekehrt. Was ist denn jetzt? Euro-Deutsch. Ah ja, genau. Unsere Währung zum US-Dollar. So rum ist richtig. Unsere Währung zum US-Dollar. Also das heißt, facto am schwächsten müsste der Euro sein. Danach unsere Währung und danach der Dollar. Der Dollar also eisenhart, aber jetzt mit einer relativ hohen Inflation gesegnet. Staatsdefizit übrigens 13%, ey. Heureka. Mittlerweile übrigens rechtskonservativ reagiert, aber präsidial. Also man darf es jetzt von dem Kollegen nicht wundern. Also der heißt zwar, dass er früher Armeechef ist, de facto ist es aber noch eine ganz normale Präsidialrepublik. Das heißt also quasi nur, dass sich da jemand aus der Republikanerpartei an die Macht geschwungen hat. Auch wenn die Farbe der Partei gar nicht passte. Wartet mal. Das sah irgendwie seltsam aus. Ah doch, tatsächlich, okay, die haben wirklich die Farbe, bei denen sind die rechtsunabhängig mit nur 3 Millionen Sympathisanten. Wie können denn die an der Macht jetzt sein? Das macht doch gar keinen Sinn. Ah ja, okay, aber es ist definitiv nur Demokratie. Also von daher, lassen wir uns davon nicht stören. Passt so. Schlecht Zahlen bei Arbeitslosigkeit, das wiederum ist natürlich nicht so schön. Die Feststellung uns. Ich bin auch schon überlegen nochmal, eigentlich müssten wir müssen ja so vieles finanzieren, eigentlich müssten wir nochmal hier Arbeitslosenmaßnahmen müssten wir auch nochmal finanzieren, dass wir die Arbeitslosenzahlen noch ein bisschen weiter drücken. Das wäre eigentlich auch nochmal ganz gut. Weil dann könnten wir uns nämlich Sozialgelder sparen, weil wenn Leute in Lohn und Brot sind, zahlen sie erst in Steuern und zweitens, wie gesagt, können wir uns dann checken gehen, Sozialabgaben zu leisten. So, was haben wir? Oh, die Mission erreicht den Mars. Die ersten Menschen auf dem Mars. Dies ist ein historischer Moment, der live auf den Bildschirmen weltweit verfolgt wird. Zum ersten Mal haben Menschen die Mars-Oberfläche betreten. 4 Stunden nach der Landung öffnete der Anführer der Besatzung in seinem Raumanzug die Luke zur Raumkapsel und machte seine ersten Schritte durch den roten Sand. Seine Erklärung geht indessen in die Geschichtsbücher ein. Heute läuten wir den Beginn der planetaren Eroberung ein und schon morgen wird der Mars zum neuen Aufnahmeplaneten für die Menschheit. Ja, schön wäre es, wenn wir da mal vorbei kommen, aber bis dahin vergeht noch ganz viel Zeit. Das werden wir leider wahrscheinlich auch in meinem Menschenleben nicht mehr erleben. Aber ja, kommen als nächstes die Kaiser vom Heiligen Römischen Reich, zum Beispiel Kaiser Barbarossa-Reaktor. Können wir überlegen, ich möchte da jetzt noch nicht vorweggreifen, können wir dann mal schauen. Ah, Kaiser Barbarossa-Reaktor klingt eigentlich schon ganz gut. Gamingboy fragt, kannst du Werke auch so nennen wie die Könige im Discord? Also du meinst die Grafen und so. Ja, wäre auch eine Option. Wir werden auf jeden Fall auf Dauer, wir haben noch einiges an Reaktoren bauen, brauchen uns jetzt vormachen. Unser Strombedarf wird immer wieder auch steigen, wegen Wirtschaftswachstum und allem. Also das wird nicht zu wenig. So,
Masti, grüß dich. Bis zur nächsten Version, sagt er, wird das hier dauern. Ja, mal schauen. Auch Bundner, moin. War gerade weg, ist jetzt die Marslandung gewesen. Ja, genau, es gab gerade vorhin die Marslandung. Und ja, gar nicht so verkehrt. Ich habe auch vorhin noch gelesen gehabt, irgendjemand auch geschrieben gehabt, genau, Malginius war das gewesen. Besser wäre erstmal intern Ausbau, Verbesserung von Bildung und Forschung. Wir müssen so viele Sachen machen. Ich bräuchte ganz viel mehr Geld. Aber wir müssen vor allem auch noch, das ist noch ein Riesenthema, das ist das Wichtigste eigentlich auch noch, neben dem Energieausbau, den ich ja noch am Schlappittchen habe, wir müssen immer von unserem Doping runterkommen. Wir sind ja immer mit 660 Milliarden, wenn wir gerade momentan pro Jahr gedopt. Quasi aus der Druckerpresse heraus. Als zusätzliche Einnahmequelle. Hier 660 Milliarden, müssen wir mal vorstellen, 660 Milliarden, das ist, glaube ich, der größte, ja, das ist der größte Einnahmeposten, den wir überhaupt haben. Kein Einnahmeposten ist so groß. Am ehesten kommt noch mit ungefähr 400 Milliarden die Sozialabgaben für den Arbeitgeber ran. Aber das ist, also das ist schon deftig auf jeden Fall. Da hängen wir auch ganz übel dran an der Geschichte. Ja, schön, wenn wir nochmal ein bisschen Geld bekommen würden. Weltweit zur Besteuerung von Großkonzernen gibt nochmal 6 Milliarden. Subventionsfonds aus dem Klimafonds gibt tatsächlich auch nochmal 2 Milliarden gerade. Das musste jetzt an unseren CO2-Ausstoß legen, weil wir werden ja sozusagen subventioniert. Je besser und mehr wir da tun, desto mehr Subventionen kriegen wir irgendwie. So ist das. So, Antoine de Rivarol. Wer bist du denn? Wer es nötig hat, Meinung mit Waffen zu bekämpfen, hat nie mit Ideen geschossen. Ah ja. Auch einer aus der Aufklärungszeit, den kenne ich gar nicht. Zack, sofort, wie was für historische Bildung hier. Antoine de Rivarol. Ah ne. Unde, ne? Rivarol. Nicht Anton. Antoine, sagte ich. Antoine. Antoine Rivas, Rivarol, nicht Rivasol. Na, siehst du, so wird ein Schuh draus. Französischer Schriftsteller, logischerweise. Geboren in Frankreich, gestorben in Berlin. Okay, lol, Werke. Politisches Journal eines Royalisten. Von Menschen, Gedanken und Maximen. Okay, krass. Muss man den kennen? Literat, italienisch stammige bürgerliche Kleinfamilie. Dion, talentierter Satiriker. Preis der Berliner Akademie erlangt mit 30 Jahren, damit weltweite Reputation. Journalist in den Revolutionsjahren. Verteidiger der Verhältnisse des Ancien Regimes. 1800 besucht er noch Berlin, ließ sich feiern. Okay, alles klar, interessant. Also, aber doch trotzdem eher ein monarchischer Vertreter, wenn ich es gerade richtig gelesen habe. Ist auf die ganz große Schnelle. Es ist wahr. So, und teilweise zerschlagen, dann müssen wir hinterher. Entschuldigt, aber das hat mich jetzt gerade mal interessiert. Ne? Weil wenn, also zwischen ganz, ganz selten kommt das Wort, ich immer auch mal Lücken habe in meinem Wissen, wenn es um solche Geschichten geht. Aber ja, das war mal eine. Ja, Raumfahrtprojekte, ey, bleib mir bloß mit dem Scheiß weg, ey. Dafür habe ich kein Geld. So, rückläufige Missionen, sehr schön. Voll weiter im Einklang stehend, das freut mich, das nehme ich doch ganz gerne mit. Wirtschaftswachstum 0,4% ist halt immer noch nicht gut, aber besser als nix. Zumindest haben wir wirtschaftlich mittlerweile geschafft, dass unsere Exporte auf jeden Fall größer sind vom Volumina her, als es damals 2022 zum Spielstart gewesen ist. Legitime unsere Importe sind natürlich immer auch exorbitant groß und werden auch wahrscheinlich nicht kleiner werden. Dementsprechend haben wir ein relativ großes Handelsdefizit. Ja, irgendwann müssen wir unsere Wirtschaft halt auch noch theoretisch subventionieren und alles Mögliche, ey. Wir stecken richtig mit dem Hals. Also wir stecken wirklich bis hier drin in der ganzen Schose. Moin, grüß dich, Zaubi. Grüße aus der Nähe von Bologna. Ah, wo wir vorhin bei Italien schon waren. Grüß dich, Tobi. Ich führe übrigens Protokoll, was die Minuten angeht. Ich würde pausieren, wenn du das liest. Jo, aber so wird's doch spannender. Ja, okay, ne, aber es passt schon so. Ein bisschen Zeit müssen wir sowieso totschlagen. Wie gesagt, wir müssen halt von unserem finanziellen Doping so ein bisschen runter. Mittlerweile haben wir 0,85% Überschuss, das heißt fast 40 Milliarden. Aber da kommen wir jetzt bald dahin, dass wir uns demnächst mal wieder ein bisschen was wegnehmen können von unseren Überschüssen. Mal wieder, das wäre nicht so verkehrt. Auf der anderen Seite finanzieren wir mit unseren Überschüssen, die wir jetzt gerade kriegen, auch wiederum die nächsten Haushaltsüberschüsse in der Gesamtkasse.
hier, die wir unter dem Punkt Verschuldung ja finden. Und damit können wir dann den Energieumschwung in die Fusionsreaktoren finanzieren. Alles sehr interessant. Da ja, wir müssten echt an so vielen Ecken und Enden investieren. Ungelogen, wie gesagt, 1 Billion Euro bräuchte ich. 1 Billion, damit wir hier alles machen könnten, was mir gerade so vorschwebt. Aber ja. Schwierig. Was ist denn da mit Frankreich passiert? Ja, das ist eine Errungenschaft in der letzten Folge. Letzten Folgen. Frankreich hat es ein bisschen zerrissen. Hat den Krieg an Spanien erklärt. Und das ist jetzt tatsächlich das Ergebnis. Großbritannien hat den gesamten Norden geschnappt. Frankreich den gesamten Süden. Und Spanien den gesamten Süden von Frankreich. Ja, und ich bin jetzt dazu fast geneigt, noch demnächst eigentlich theoretisch mal irgendwann vielleicht doch nochmal mich auf Elsass-Lothringen plus halt diesen Restfraktionen zu stürzen. Es ist leider viel zu groß, das Gebiet kann das. Wenn es wenigstens hier von Reims abgeschnitten wäre, so, dann könnt ihr damit auch irgendwie leben, aber das ist eigentlich zu groß. Oh Mann, oh. Ja, weiß ich nicht. Das muss ich irgendwann nochmal entscheiden, wenn es soweit ist. Hat im Spiel eigentlich in der Nordsee irgendwelche Ölvorkommen? Das können wir eben kurz checken gehen. Ich meine ja, aber ich bin mir nicht sicher. Ölplattform, das müsste sein. Ja, wir bauen keine Sorge. Analyse läuft. Schwach. Mal ganz kurz in die äußersten Seegebiete gehen. Na, schwach, aber es ist da. Also nicht, dass es sich lohnen würde. Hier wäre es nämlich sehr schwach, genau. Also hier hinten, man könnte es auf Teufel komm raus machen. Lohnt sich aber nicht so richtig. Gasquellen kommen auch mal kurz checken. Hier müsste ungefähr meine Region läuft ja theoretisch das Fracking. Genau. Also Gas könnte theoretisch gehen. Gas abzapfen, das geht. Wir können uns theoretisch mit Gas versorgen gehen. Aber da habe ich, glaube ich, das Ganze über Verträge. Habe ich das über Verträge schon gedeckt eigentlich? Gute Frage, ne? Warte mal. Aktion, Energiequellen, Elektrizität, Wind, Solar, Erdgas. Ich glaube, ich hatte keine Verträge zu Erdgas gemacht, ne? Produktion, Verbrauch. Des deutschen liebstes Kind habe ich vergessen. Erdgas. Oh, shit, Leute. Ich sehe schon wieder. Wir müssen mal wieder eine Zeit, eine kleine Fragerunde zu stellen. Sollen wir Gas in Eigenproduktionen versuchen auf die Beine zu stellen? Dann ist nur die Frage. Wenn wir die Gasquellen haben, dann würde das die Produktion steigern, um den Verbrauch zu decken. Wir haben 4% des weltweiten Erdgasverbrauchs. Das kostet uns fast 50 Milliarden Euro. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt versuchen will, so eine Gasquelle auf die Beine zu stellen, wie kostet mir so eine Gasquelle? Na gut, die muss natürlich wirklich schnell gebaut werden. Oh, die geht aber ganz, ganz schnell vonstatten. Oh, die ist sogar relativ kostengünstig. Also ich könnte in 2 Monaten könnte ich eine Gasquelle stehen haben. Wartet. Hier muss ich hin. Für 21 Millionen. Sollen wir Gasquellen bauen? Zack, wird wieder Zeit für einen Poll, meine Lieben. So, hier. Sollen wir Gas in Eigenregie fördern oder Verträge schließen? Wird beides gehen. Eigenregie. Verträge. Was ihr euch aber bewusst sein müsst, ich weiß nicht, inwiefern das umweltschädlich ist. Ne? Kann tatsächlich sein, dass, wenn wir unsere Erdgas hier selber fördern, dass das unsere eigenen Geschichte hier so ein bisschen an Substanz geht. Ich würde mal sagen, ihr kriegt dafür mal 3 Minuten Zeit und auf geht's, gib ihm. So, und für euch anderen Jungs und Mädels da draußen, die auch mal Bock haben, vielleicht an so einer Abstimmung teilzunehmen, um hier das Projekt natürlich massiv nochmal mit zu beeinflussen, weil ich werde meinen kaiserlichen Rat auch immer mal wieder, wie es der Name schon sagt, um Rat bitten, dann würde ich euch tatsächlich empfehlen, Link zu Twitch in der Beschreibung, dort mal vorbeizuschauen und dann dementsprechend montags und freitags sind die Streams, dort vorbeizusehen. Es gibt keine 100% Garantie, dass es immer jeden Montag und jeden Fall ist, aber die Tage an denen sind montags und freitags und dann immer so ab 8 Uhr. Heute mit Zahnarzt natürlich Ausnahme, jetzt bin ich glaube ich vorhin um 8:30 reingestartet, weil früher Karten ging halt nicht, aber wisst Bescheid. Na, ja, deswegen, also guckt mal ganz kurz, wie denkt ihr, sollten wir es machen, ne? Also über Verträge wird es auch gehen, dann könnten wir das dementsprechend darüber theoretisch beziehen, aber ja, ihr habt dementsprechend die Wahl, wie wir das machen sollen, wie wir das angehen, jetzt muss ich nur kurz überlegen, neue Wirtschaftszahlen gibt es dann ab Juli erst wieder, okay, das heißt, da haben wir jetzt noch ein bisschen Vorlauf, lasst das nochmal die Zeit ein bisschen beschleunigen, ich wollte nochmal in den Geheimnislevel reingucken, da hatten wir glaube ich nochmal so eine Teilzerschlagung gehabt,
Ja, genau, da haben wir nur das letzte, nämlich die deutsche Reichsbefreiungsfront. Okay, aber auch wild. Ja, hat auch tatsächlich 1,4 Millionen Sympathisanten, aber nicht mehr ganz so viele Anhänger, noch 90 Stück, die da mit drin sind. Dann ja perfekt als Cliffhanger für die nächste Folge. Oh, meinst du, wir können das als Cliffhanger gleich verwenden? Nee, das geht noch nicht, das ist zu früh, Tobi. Ich hab die Folge wird zu kurz, das geht tatsächlich nicht. Schade drum. Aber gute Idee eigentlich gewesen. Aber so, also die können wir leider nicht sein, das passt nicht, dafür ist das dann zu kurz. Ja, ich habe jetzt nicht auch direkt losgestartet damit, der Folge, von daher. Ja, schau mal. Das heißt, das Ergebnis werdet ihr tatsächlich dann noch mitbekommen und kriegen. So, und wir schauen, dass wir weitermachen, aber ich habe es vorhin schon gesehen, wir laufen langsam auf die 1% Überschuss sogar zu. Das heißt, jetzt hier also schon so 46 Milliarden. Sehr, sehr schön. Ich würde damit noch einmal den Haushalt durchfinanzieren wollen. Also quasi Schuldenabbau betreiben. Das werdet ihr gleich sehen, was ich damit meine. Also sozusagen einmal nochmal die Überschüsse mitnehmen, in die Staatskasse tun. Und dann würde ich tatsächlich gucken, dass wir das jetzt nochmal ein bisschen wieder runterkämen von der ganzen Geschichte. Bei Frankreich gucke ich nochmal eben, dass ich so ein bisschen die ganzen Streiks und so, wenn das irgendwie möglich ist. Okay, ist nicht möglich. Hätte ich sonst noch beendet gehabt, weil, wie gesagt, ich habe dem Regime ja ordentlich da reingegriffen, die ganze Geschichte der letzten Regierung. Das war eigentlich ein bisschen unfair, aber ja. Aber sonst ging das ja von den Friedensverträgen ja leider überhaupt nicht klar. Ansonsten, der Rest der Welt steht aber noch, ne? Also, wie ihr es auch wohl so seht, ne? Also, Russland hat ja auch ihren Weltkrieg da irgendwie überstanden wohl. Ohne irgendwelche Territorien jetzt, glaube ich, zu verlieren, wenn ich das so sehe. Ah, das passt so. Die ganzen das ist so nervig, ey. Das sollen sie unbedingt abschalten. Interessiert doch nicht, wer auf den dummen Kapverden regiert, mein Gott. Das ist so sinnlos. So, und wir haben tatsächlich ein Ergebnis. Oh, das ist sogar sehr eindeutig. Insgesamt 88%, 14 Stimmen sind insgesamt, die für Eigenregie unterwegs gewesen sind. Das heißt also eine sehr deutliche und klare Angelegenheit. Gut, das heißt also Produktion von Erdgas in Eigenregie. Da es relativ billig ist, können wir das relativ schnell auch auf die Beine stellen. Jetzt ist nur die entscheidende Frage. Stromverbrauch, Import, Export, Überschuss, erneuerbar. Nuklearstrom, CO2-Emissionen. Jetzt nehmen wir die Gasquellen. So, wir bringen die jetzt erstmal hier auf Touren. So, für 21 Millionen. So, jetzt müssen wir mal abstecken gehen. Wo lässt ihr am besten Gas denn fördern? Nehmen wir an, wir würden es Richtung Alpen bauen. Schwach, macht keinen Sinn. Wir bauen es im bayerischen Tiefland. Schwach, macht keinen Sinn. Wir bauen es Richtung Frankenland. Na? Oh. Ich bin gar kein Zitteraal. Die Maus bewegt sich dauernd so ein bisschen. Psst, was ist denn da los jetzt? Die Maus bewegt sich die ganze Zeit. Sehr schwach. So, jetzt habe ich's. Gut, Baden-Württemberg. Nee, das ist alles dann in Städten. Hier ungefähr mal. Weiterhin sehr schwach. Gehen wir Richtung Rheinland-Pfalz. Durchschnittlich immerhin. So, NRW. Ja, Ruhrpott ist ja immer für sowas gut. Okay, also NRW könnten wir basteln. Mein Gebiet könnten wir basteln, hier wo ich herkomme. Das wusste ich schon so, wenn wir weiter in den Norden rücken. Auch gut. Hier wird es schon wieder schwach. Okay, also in diesem Bereich könnten wir Erdgas abbauen. Wir gucken mal weiter, Schleswig-Holstein. Ich gucke mal, ob wir halt noch was sehr Gutes kriegen. Hier ist sogar wieder durchschnittlich. Gut, dann lass doch mal ein bisschen nach Ostdeutschland schauen. Okay, sehr schwach, hier geht schon gar nichts. Also es müsste wahrscheinlich so NRW und Westniedersachsen sein. Ja, sieht schneller aus. Wir gucken mal nochmal in Sachsen selbst. Hier, Erzgebirge. Ne, macht keinen Sinn. Thüringen nochmal. Hessen als letztes. Ne, okay, muss tatsächlich in dieser Region gebaut werden. Okay, alles klar, pass mal auf. Wir bauen. Okay, hier steht schon der Fusionsreaktor. Ich würde sagen, also in alter deutscher Ruhrpott-Tradition auf jeden Fall hier schon was hin. Gasquelle 1. So, jetzt müssen wir gucken. 1100 Arbeiter sind ungefähr nötig. So, ich würde tatsächlich sagen, dass wir hier dann mal drei Gasquellen hinzimmern. Laden würde. Und dann nochmal ein bisschen weiter nach Norden rutschen.
dann nochmal ein bisschen weiter Norden rutschen. Das ist auch so in meinem Gebiet, so emsländisches Gebiet, wird auf jeden Fall dann nochmal ein bisschen Erdgas abgebaut. So. Und die 3. 1, 2. Wenn ich jetzt noch westlich hinsetze, geht das auch? Ja, das geht auch. So, machen wir hier jetzt mal 3 Stück hin. 3 Gasquellen. Und jetzt setzen wir nochmal 2 bei mir oben weiter im Norden. In meiner Ecke. So, da das hier dann hinkommt ungefähr. Und eine letzte. Ich mache jetzt mal 5 Gasquellen, weil ich halt nicht weiß, wie viel so eine Gasquelle produziert. Ich kann mir vorstellen, dass wir davon vielleicht auch eigentlich einige brauchen, weil die Preise sind ja relativ moderat. Dann holen wir mal eine hier ins Emsland. Sehr gut. So, dann müssen wir jetzt tatsächlich gucken. Ich brauche Namensvorschläge für die Gaskraftwerke. Schmeißt mal ein bisschen was rein, da ich jetzt 5 Stück habe, da können wir euch jetzt auch einige Namen reinballern. Schmeißt mal, was ihr haben wollt. Das hier wird auf jeden Fall das Kaiser Malte Gaswerk. Ja, Minus für die Umweltpolitik, das habe ich mir schon gedacht. Aber ansonsten könnt ihr gerne mal reinschmeißen, so ein bisschen, was ihr da als Idee mitbringt. 38%? Falsches Reich, Leute. Ja, stimmt, 38% war jetzt falsch. Nee, das ist schon richtig. Ist schon richtig. Genau. Ja, und dann sind wir auch tatsächlich gleich mit der ersten Episode hier für heute schon durch. Ah ja, schmeiß noch ein paar Namen rein. Ich möchte noch ganz gerne die Gaskraftwerke benennen. Hat jemand noch mal ein paar Ideen? König George der Siebte. Ja gut, weiß nicht. Wir haben jetzt ja nicht so viel mit den Briten drüben zu tun, aber dann nennen wir das jetzt hier noch King George Siebte. Kraftwerk ist schon. Gaswerk ist es ja. Gaswerk. So, was haben wir noch? Verzauberkraftwerk. Achtweilige. Das sind wir jetzt nur wirklich, glaube ich, auf hohem Zynismus unterwegs. Ich muss mal nachgucken. Was war das denn noch für einer? Wobei, deutsche Nobelpreisträger, ne? Why not? Finde ich jetzt gar nicht so zynisch tatsächlich, wenn ich es überlege. Thermochemie, Elektrochemie, technische Chemie. Synthese von Ammoniak, wollte gerade sagen. Stimmt, ich erinnere mich. Für Dünger war das gewesen, genau, der hat ja so Düngergeschichten gemacht. Leider aus dem Fall des Gaskrieges, wo ich das gerade sehe, aber ja. Also. Ja. Doch, ist okay. Finde ich gar nicht so. Also ich weiß, wo der Zynismus kommt. Ja, okay, aber ich denke, das kann ich nochmal stattgeben. Das heißt, die beiden haben besetzt. Dann machen wir das nächstbeste jetzt hier. Machen wir hier draus. Weil, wie gesagt, im chemischen Bereich natürlich als Nobelpreisträger, da kann man schon mal mitarbeiten. Das Barbarossa-Gaswerk. Ah, ich wollte, dann hätten wir das Ding auch theoretisch noch offen gehalten, ganz gerne für einen Fusionsreaktor, aber wir können es auch theoretisch auf ein Gaswerk anwenden. Na, nehmen wir uns für einen Fusionsreaktor, nehmen wir mal auf. So machen wir das. Achso, das ist mein Titel im Discord, dem König von Hannover. Als König kannst du de facto nicht sein, weil die Königstitel ja damit abgeschafft wurden, in dem Moment, wo quasi der Kaiser dem vorsteht. Aber ja, lassen wir es mal so stehen. Nein, also komm, ich brauche nochmal eben so 2 Namen, werden es noch ganz gut. Wir können es vielleicht auch theoretisch an deutschen Wissenschaftlern halten. Gib nochmal sonst nochmal rein. Marie Curie-Werk. Das würde auch eher auf einen Fusionsreaktor passen. Aber hat es auch nichts Deutsches tatsächlich, muss ich ehrlicherweise sagen. Schade, hätte ich was in Thüringen noch so in die Richtung bauen können, oder so also Ostdeutschland, hätte ich gesagt, hier Carl Zeiss Gaswerk. Ja, komm, machen wir mal so, das geht schon. Das lasse ich durchgehen.
Carl Zeiss Gaswerk. So, zack. Unverhoffter Regimewechsel in Großbritannien, mutiger Rückgang bei der Arbeitslosigkeit. Okay. Albert Einstein Werke. Das Nebelakai mussten wir erklären, das kapiere ich nicht. Einfach die Zuschauer auf YouTube in den Kommentaren abstimmen lassen. Tobi, wie viel Vorlauf haben wir denn? Da haben wir auch einiges jetzt im Vorlauf momentan, glaube ich. So, Staatskasse übrigens sehr schön. Das wollte ich mir nochmal auch mitnehmen, jetzt wo wir gerade nicht hier waren. Überschuss von 50 Milliarden. Oh ja, die können wir gut gebrauchen. Robert Schumann übrigens, ein sehr guter Mann. Europa lässt sich nicht mit einem Schlage herstellen und auch nicht durch eine einfache Zusammenfassung. Es wird durch konkrete Tatsachen entstehen, die zunächst eine Solidarität in der Tat schaffen. Ja, ihr wisst ja, meine europäischen Pläne sind ja auch dahingehend, dass ich europäische Vereinigte Staaten. Einer meiner Männer kommt. Vereinigte Staaten von Europa, wie auch immer. Ne? Also ein gesamtvereinheitliches Europa. Dafür bin ich ja auch gern zu haben. Muss ja nicht sofort benennen. Ja, komm, ist okay. Dann lassen wir das eine Gaswerk hier noch stehen. Wenn jemand noch Ideen dann hat, Jungs und Mädels auf YouTube, seid ihr dann nochmal gefragt draußen. Machen wir so. Ihr entscheidet dann jetzt nochmal über das letzte Gaswerk, damit wir euch nicht komplett außen vor lassen. Und dann schauen wir. Die Namen, die man mit Ronson reingeschrieben hat, werden wir auf jeden Fall noch verwenden, sobald ich weiß, wie viele Gaskraftwerke wir noch bauen müssen, weil das wird es noch nicht gewesen sein, denke ich mal. Wie gesagt, dafür ist mir das zu billig. Ich glaube nicht, dass wir damit unseren ganzen Verbrauch gedeckt kriegen. So, meine Lieben, dann würde ich aber tatsächlich sagen, war's von unserer Seite aus für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich nochmal fürs Zusehen. Wir sehen uns dann natürlich in der nächsten Ausgabe wieder, Jungs, wieder auf YouTube. Keine Sorge, Twitch, für euch geht es natürlich gleich wieder direkt im Anschluss weiter. Aber ja, schaut mal, was für Namen ihr noch so rausschmeißen könnt. Ne? Ich hätte ganz gern was natürlich irgendwie mit dem Projekt oder als Kaiser mir so ein bisschen in Verbindung steht oder der Kaiserzeit als solches. Fände ich ganz cool. Schaut mal, was ihr machen könnt. Bis denne, haut rein und ciao.